Okay. Ich halte hier buchstäblich den Atem an. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stalker Anomaly. Wir sind hier an der Barrier. Und wir haben ja beim letzten Mal hier unseren Assault auf den Rainbow Emitter ziemlich genau hier abgebrochen. Aufgrund von allgemeiner Müdigkeit und zu viel Loot. Wir haben hier unseren einen Stash gemacht, da unseren anderen. Hier haben wir einen gefunden offensichtlich. Okay, goodies in the safe. Okay. Und wir haben ja bis hier alles befriedet. Und es wird, also hier spawnen immer wieder welche, aber also die spawnen wahrscheinlich hier und laufen dann hier lang oder so. Denke ich mal. Weil das ist die Basis, wo wir eigentlich hin wollten. Und ich dachte mir dann, ich meine, wir könnten jetzt wieder den gleichen Weg nochmal ablaufen, aber ich dachte mir, für der lieben Varietät willen, Variabilität willen, Abwechslung willen, nehmen wir jetzt mal die Scenic Route und zwar über den anderen Red Forest, nämlich hier. Und dann kommen wir von hinten in die Basis, das, was ich meinte, was ja ein bisschen cheesy ist. Weil alle hier auf der Straße, die wir getroffen haben, die haben erwartet, dass wir von hier kommen. Was wir ja fairerweise gemacht haben. Deswegen wussten die alle, wo wir sind. Ne? Und, dann, und das ist ja jetzt egal. Die haben wir ja alle gekillt. Und jetzt sind ja nur noch die hier. Und ich würde sagen, wir... What the fuck? Wir nehmen jetzt einfach mal den anderen Weg. Wie wir sehen, regnet es. Das ist alles ganz fantastisch. Na gut. Wir nehmen jetzt mal den anderen Weg über den Hintereingang. Dazu müssen wir hier. Dann durch den Red Forest. Allerdings nur eigentlich nur durch einen kleinen Teil. Und kommen dann wo ist das denn? Ist das nicht hier? Ach, nur einen weiter, okay. Und kommen dann praktischerweise direkt an der Basis raus. Oh, okay. Red Faust, yes. Okay. Dann haben wir aber quasi beide Wege. Und irgendwann muss ich auch noch die Stashes da holen. Das werden wir dann irgendwann auch noch machen. Und dabei werden wir dann auch den Red Forest in Radar zunächst auch mal komplett erkunden. Und den Red Forest, in den wir jetzt kommen, den westlichen Teil oder den größeren Teil, der wird dann irgendwann auch noch auf dem Plan stehen. Aber erstmal dient er nur als Abkürzung zum östlichen Teil des Red Forest, der Radar heißt, weil da das große Radarsystem steht. Okay. Warum ist das hier so ein Dreckswetter? Also im Sinne von... Dunkel, ich sehe nichts. Und hier erwarten wir einiges an Gegenwehr. Wir hören ja schon teilweise die Gegenwehr.
und sehen einen Pseudogiant. Da würde ich sagen... Du kannst da hoch, das wusste ich nicht. Okay, thank you Physics Engine für diesen Comedic Effekt. Ja, wir haben den Pseudogiant gekillt, das ist gut. Das ist unser Taggroßer. Machen wir dein Bein da weg. Okay, gut, das fängt schon mal gut an. Ist hier nicht auch ein Stash? Ich glaube nicht. Okay, hier bist du schon draufgesprungen. War da irgendwas drin? Ja, war eine ganze Menge drin. So, da wollen wir rein und dann wollen wir hier an dieser Mauer lang und uns möglichst wenig davon wegbegeben. Weil, wie wir wissen in diesem Spiel, Mauern sind gut. So, willkommen im Red Forest. Das ist mir so, es ist mir nicht hell genug, deswegen machen wir jetzt schon am helllichten Tag die Night Vision an. Hier ist alles voller Anomalien. Und Stashes. Es ist leider nicht so dunkel, als dass Stalker ihre Headlamps benutzen würden. Fürchte ich. Wir wollen hier ganz am Rand bleiben. Hier die Mauer entlang und jetzt diesen Wall entlang, bis wir da zu dem Exit kommen. Und im Red Forest kann jeder Schritt tödlich sein. Und manchmal auch das Stillstehen. Ah, und Stash? Kein Pieps? Warum kein Pieps-Spiel? Weil ich nicht alles mitgenommen habe. Okay. Hier gibt es alles an Mutanten, die es, ich meine, das Begrüßungskomitee war ein fucking Pseudogiant, also. Wo bist du?
Okay. Wir eigentlich nicht zu weit vom Weg abkommen. Aber die haben wirklich guten Stuff dabei. Da sind Anomalien, da ist ein Stash. Okay, da wollen wir erstmal noch nicht hin. Okay. Wir haben genug. Okay, von da kommt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wo. Also, sie schießen offensichtlich nicht auf mich. Hier sehen wir übrigens so eine Art Weg. Sind wir noch halbwegs richtig? Ne, wir gucken in die völlig falsche Richtung. Wir wollen nach da. Jetzt ist wieder Ruhe. Okay. Okay, die Zombies können ja aber nicht das Problem gewesen sein, worauf und wer da auch immer geschossen hat. Wird hier auch noch irgendwo sein. Leise Stalker, ganz leise. Da wollen wir hin. Ja. Natürlich gehen hier auch andere Leute lang. Sieht sauber aus. Okay. So, jetzt sind wir da. Und das ging deutlich schneller, wie wir gesehen haben. Als das, was wir letztes Mal gemacht haben. Jetzt sind wir quasi 100 Meter von dem Ort entfernt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also wo wir umgedreht haben. Und wenn wir Glück haben, spawnen wir mitten in einer Gruppe von Monolith.
Okay, kurze Orientierung. Wir sind da. Und beim letzten Mal sind wir hier umgedreht. Also diesen Weg haben wir uns jetzt quasi... Den sind wir übersprungen. Und wie wir sehen, ist der Rainbow Emitter online. Oder vielmehr der Brain Scorcher. Und scorcht deswegen unser Brain. So, und wir sehen, die Freunde gucken alle in die falsche Richtung. Okay. Okay, okay. Wir müssen uns... Von wo bist du jetzt gekommen, Freund? Ihr könnt durch Wände gehen. Okay, das erklärt so einiges. This is fucked up. Okay. Das war ein Raketenwerfer. Point blank range. Okay, aber wie ist, bist du auch tot? Okay, gut. Wir sehen die Probleme des Approaches von hinten. Da sind so ein paar Sachen, die sind so nicht vorgesehen.
Zum Beispiel, dass die Leute einfach durch die, also durch die, nee, es ist die Zone. Das war der Typ mit dem Granatwerfer. Obwohl das, glaube ich, eher ein RPG war. Wow, nice shot. Okay, haben wir 2 Minuten? Haben wir 2 Minuten? Come on.
Field Repairs. Come on, come on, come on, come on. Okay. Da ist der Typ mit dem Raketenwerfer. Die Dinger sind ein steter Quell der Freude. Okay. Vor allem, da bringt halt auch Deckung nichts. Wieso? Bin mir sicher, dass ich dich getroffen habe, ne? Gut. Das hier gilt als Shelter-Spiel? Okay. Offensichtlich. Na gut. Ich glaube nicht, dass wir ihn mit der Granate erwischt haben. Okay, okay. Ich meine, unsere Anti-Emissionspille können wir hier eh nicht nehmen, weil hier viel zu viele Gegner sind. Aber es ist lustig, wie die, ich meine, diesmal nicht, aber beim ersten Mal, wie die aus diesem Haus hier gekommen sind, was eigentlich zu ist. Also diese Türen und die Tür da hinten. Ja, man kommt darüber rein. Also gar nicht genau. Also auf jeden Fall, ich meine, er ist einfach durch die geschlossene Tür gegangen. Das haben wir ja nur gesehen, mehrfach. Aber naja. Kleinere Glitches. Warum das hier vor einem Psychsturm schützt, weiß auch. Aber immerhin. Technisch gesehen haben wir Unterstand, ja. Okay. So. Wir haben 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte sehe ich. 9 Leichen, das ist vielleicht das Viertel.
der Belegschaft hier. Aber wir haben da hinten, und das ist... Also der am weitesten, also da wir ja jetzt nach Osten gucken, der weitest, die beiden weitesten östlichen Punkte, Leichen, das könnte der Typ mit dem Granatwerfer, mit dem, ach Gott, Raketenwerfer sein. Vielleicht hat unsere Granate ihn erreicht. Weil die Dinger sind stumpf, no fun. Also das ist einfach, und vor allem, die haben unendlich viele Raketen. Also das Problem... Das Balancing bei diesem Raketenwerfer ist halt, dass die Dinger so schwer sind, dass man davon halt drei oder vier mitnehmen kann, mehr nicht. Und die haben halt unendlich Muni. Das ist halt... So, ist jetzt mal Schicht. Okay. Muni, unload, Muni... Die brauchen wir nicht, nehmen wir aber auch mit. Okay, okay. Das alles da rein. Okay. Okay, so. Ich meine, das ist ein Gebäude, aber... Nee, gut, okay. Okay, ich glaube, das war der Typ. Wir brauchen Muni. So wichtig, ist nicht so wichtig. Hier ist auch irgendwo ein Wachturm.
Oh ja, okay. Das Ding, okay. Das muss hier weg. Das kann nicht in Feindeshand fallen. Ich meine, es war in Feindeshand, aber ihr wisst, was ich meine. Weil Stalker nehmen Sachen auf, die sie finden und benutzen sie. Und in dem Fall wäre das sehr doof. Sehr schlecht, das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir das an uns. Das brauche ich jetzt nicht, Spiel. Ich will deine Waffe haben. So, gucken wir, dass wir wieder ein bisschen Muni hier rausziehen. Unload. Drop. Obwohl. Ganz vorsichtig. So, wir wären hier die Straße hochgekommen. Wir wären wahrscheinlich hier abgebogen und hier lang. Also sind wir vom Prinzip auf dem richtigen Weg. Es ist besser, wenn wir von hier kommen. Wenn wir das von innen machen. Wie ist unsere Beladung? Okay, wir haben noch Platz. Schleppen wir hier mit uns rum unnützen Kram. Ganz ruhig ist es. Noch nichts vorgefallen. Situation normal.
Das ist eine verdammt große Basis. Okay, von wo kam das? Okay, du kannst jetzt auch fliegen, ja? Okay. Mein lieber Mann. Der Wisch Gunter, aber echt, du. Gunter hat wirklich Wishes. Das ist der Typ, der auf uns geschossen hat? Wahrscheinlich müssen wir davon ausgehen. Da ist der Eingang. Blöder Arsch. Ja, definitiv in Betrieb. So, wie ist unsere Munilage? Unzufriedenstellend. Wird nicht besser durch so eine Scheiße.
gucken, ob die hier irgendwie vielleicht Muni haben. Nicht die richtige. Den wollen wir gucken. Wir wollten gucken, was in dem Stash ist. Okay, stecken wir jetzt fest oder komm mal ein Spiel. Was ist das denn? Okay, du bist direkt reingespawnt, Freund. Also Spiel, so langsam wird es ein bisschen albern, ne? Findest du nicht auch? So, dich habe ich gecheckt. Die war leer. Aber dich hier oben habe ich, glaube ich, noch nicht gecheckt. Okay, also die respawnen hier wahnsinnig schnell. Deswegen wollen wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen und mal nachgucken, was das hier für ein Stash ist. Ich hatte ja vor langer Zeit gesagt, das müssten Advanced Tools sein. Gucken wir uns gleich an. Ich glaube, es waren Advanced Tools. Es waren Advanced Tools. Dich hatte ich den. Thank you.
fucking Bullshit. Okay, das bringen wir ja erstmal weg. Das möchte ich nicht, dass die noch jemand findet. Alles weg. Okay, so, jetzt gucken wir uns mal an, wie wir aussehen. 96, das kann 90. Du brauchst definitiv ein bisschen Liebe. Okay. 95, 96, das geht noch. 96, das lassen wir erstmal. So, hier haben wir jetzt unsere Health-Situation. Verbesserungsfähig, aber es geht noch. Come on. Nein. Gut. So. Na, dann sind wir jetzt bereit für das Labor. Es ist noch nicht mal Mittag. Das sollte zeitlich also passen. Seid ihr schon wieder respawned? Ich meine, technisch gesehen können die alle in den Wagen da gewesen sein, aber das ist. Und so bei den ganzen Kämpfen nicht rausgekommen, das ist unwahrscheinlich. Wir müssen es offensichtlich checken. Ja, hier wachsen die Bäume drin. Okay. Auch die Monolith essen gerne Schokolade. Wer hätte das gedacht? Gut, dann würde ich sagen, sind wir bereit für den Einstieg in Labor X19. Checken wir ein letztes Mal unsere Situation. Okay, wir müssen uns mal um hier rum kümmern.
Der Hinweg ist relativ easy. Also Mutanten. Und der Rückweg ist nicht schön. Wie in der Story von Shadow of Chernobyl auch, wird das hier sehr, sehr unangenehm. Aber wir haben unseren Stash am Eingang des Levels. Das heißt, wenn wir hier anderweitig in eine andere Richtung fliehen müssen, ist das kein Problem. Wir können jederzeit jederzeit zurückkommen und den Stash greifen und sofort wieder aus dem Level raus. Das ist also eine gute Sache. Okay. Gut, wollen wir nicht so tun, als wären wir nicht nervös. Aber wir sind zumindest hier. Das ist die Hälfte. Die Hälfte haben wir. Okay. Also in Shadow of Chernobyl haben hier Leute hinter auf uns gewartet. Glaube ich. Ja, fast ein bisschen so wie eine Verteidigungsanlage hier. Ne? Man weiß gar nicht warum. Okay. Das ist ein schönes Omen. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal eine kleine Verschnaufspause. Und ich würde sagen, dann gehen wir es gleich an. Okay, ich brauche noch einen Kaffee und wir sehen uns gleich. Okay, na gut, dann los geht's. Okay, unsere Protection hält nicht lange, das ist ja auch schön. Na gut. Wir haben 5 Minuten. Okay, keine Zeit für Sightseeing. Ein bisschen vielleicht? Wie nicht, oder? Thank you.
Okay, das war einer. Okay. Ich halte hier buchstäblich den Atem an. Okay. Okay, das Spiel ist gerade gecrashed. Wir... What the fuck? Das habt ihr auch gesehen, ne? Der ist da. Also die Idee ist jetzt, dass wir hier wieder rausgehen. Ja, also Freunde, wenn ihr so einen Scheiß mit eurer Engine macht, dann ist kein Wunder, dass das Spiel. Der ist da okay. Regulärer Gegner. Okay, also nochmal kurz zusammenfasst. Das Spiel ist gecrashed und wir müssten wieder da sein. Wir haben das Ding ausgeschaltet, haben das Duga-Achievement gekriegt. Das wollte ich eigentlich erzählen. Und ich meine, vielleicht war er auch der Grund, dass das Spiel gecrashed ist, dass es am ersten Mal vergeblich versucht hat, ihn durch die Geometrie zu prügeln. Und ich weiß es nicht. Wir machen jetzt regelmäßige Quicksaves. Ich meine, das mache ich sowieso. Aber jetzt machen wir... Also, die Idee ist, wir müssen jetzt hier raus.
Wie in Stalker Shadow of Chernobyl auch, allerdings mit dem Unterschied, dass es jetzt kein Military ist. Hallo Blattzacker, was machst du? Ist alles egal. Dass es nicht das Military ist, sondern die Monolith-Kollegen. Sag mal! Das war ein ganzes Magazin Shotgun-Shells, jetzt ehrlich? Verdammter Scheiße. Okay, also wir brauchen irgendwas Panzerbrechendes. Ups. Exoskeleton. Exoskeleton. Противник, ликвидировать! Тебе не скрыться, червь! Du bist da durchgelaufen und dann durch die Wand geglitscht. Oder durch die Decke in dem Fall. Lavi, враг! Das erklärt so ein bisschen. Das Problem, ne? Ich verstehe zwar nicht, also das ist kein nicht wirklich ein Grund, aber. Vernünftige Muni. No. Thank you.
Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier vorbei kann. Dass das ein Stash. Nee. Aber dass ich hier durchkomme. Und dass hier ein Stash ist irgendwo. Das ist nämlich, glaube ich, der Grund, warum man. Nee. Ich glaube, man kann hier durch. Oder nee, ich komme mal von der anderen Seite, oder? Ja, egal. Da keinen Grund, da hinten durch die Wand zu glitschen. Bist du hier irgendwie? Wie ist der in den anderen Raum gekommen? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Okay. Nicht, dass ich dich da durchtreffen kann. Okay. Deswegen gibt man einem Zivildienstleistenden besser keine scharfen Granaten. Meine Fresse. Oh, das ist eine schöne Waffe. Die wollen wir mal aufheben. Haben wir Platz dafür? Haben wir. Die hier hingegen, die können wir benutzen. Die heben wir mal auch auf. Okay, wir machen ein bisschen Muni-Gewinn, das ist gut.
Adrenalin. Muni, 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 wo ist deine Waffe da? Okay. Raum für Raum. Nicht daran. Ja. Ich meine, vielleicht hilft es, dass wir oben ein bisschen aufgeräumt haben, aber ich bezweifle das. Okay. Wird auch dünn. Muni haben wir dafür nicht allzu viel. Alle Exoskeletons, da hilft unsere popelige Bewaffnung nicht mehr so richtig. Okay. Hilft nichts, müssen dann. Lieber schon mal was voressen, nicht dass wir gleich noch Hunger und Durst kriegen. Außerdem können wir ein bisschen Gewichtsreduktion gebrauchen und wie wir wissen, wenn man etwas trinkt oder isst,
verringert man ja das Gewicht dessen, was man trägt. Лови враг монолита! Окей. Okay, die brauchen einfach mit den nicht panzerbrechenden Kugeln mehr als einen Schuss. Das ist unschön. Okay. Greifen uns das, greifen uns das, benutzen das. Können wir damit nicht benutzen? Egal. Dann benutzen wir. Ja, oder was? Come on. 100%? Ah nee, das ist nur für Waffenreinigung, stimmt. Dafür können wir das Cutlery-Zeug benutzen. Okay.
sieht unsere Waffe aus? Wir schießen hier die ganze Zeit das alte 96, das geht noch 93. Irgendwo versteckt sich einer. Oder auch nicht. Gut. Oder doch. Wow, gute Reaktion, Freund. Besser als ich. Was kein Wunder ist. Ich bin ein Mensch. Ja. Okay. Schmerzhaft. So, der schwierigste Teil wird noch kommen. Es ist die verdammte Treppe.
2. Okay. Come on. Come on. Solange du nicht wieder durch die Wand glitscht, musst du da raus. Okay. Okay, wie ist die Munilage? Okay, davon haben wir ein paar Schuss. Thank you.
hast keine Muni bei dir. Du hast Muni, mehr Muni. Das ist okay. Glaube ich, dass ich das Ding benutze, um hier rauszukommen. Ein paar Schuss haben wir. Vom Prinzip, das ist das Ding, das ein Tucken besser ist als das, was wir haben. Weil da 12 Schuss reinkommen und nicht nur 10. Aber es ist zu schwer. Bleiben. Ich meine, wir nehmen auch so genug mit, das wird. Nee. Get damit. Wow. Ich sehe dich nicht. Machen wir die blöde Night Vision aus. Ein bisschen die Orientierung verloren. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich glaube ja. Gun.
Okay. Okay, okay, okay. Oh, fuck it. Nee, Moment, hier muss ich doch raus, oder nicht? Nicht? Okay, ich habe die Orientierung verloren. Gekommen. Okay, müssen wir hier lang. Ja, das. Meine Güte. Ach, sie hatten noch eine Mission Search, was? Okay, cool. Wusste gar nicht, dass das eine Mission ist. Aber gut, wir haben sie. Okay, 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 okay. Noch irgendwas hier. Ein Gewicht sparen.
Muss doch hier rum. So, und in diesem Raum bin ich nicht. Bin ich hier nicht lang gegangen? Wie kann ich mich in diesem total linearen Ding verlaufen? Das ist unglaublich. Okay, wir sind fast draußen. Also, wir sind aus dem Labor draußen. Dann stehen wir mitten in der Monolith-Basis. Und die werden das sicherlich total entspannt sehen. Okay. Ja, das war sparsam ein Kommentar und das wird dann noch ein bisschen sparsam ein Kommentar bleiben, weil das ist verdammt Nervenzerrer, nervenaufreibend und oh. Und die Tatsache, dass wir nur noch Drecksmunition haben, die nicht mehr wirklich gut durch die Suits von den Kollegen durchkommt, macht die Sache wirklich unangenehm. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht alles voll ist mit Monolith. Sondern, dass sie sich gemerkt haben, dass sie tot sind, weil wir ja, bevor wir reingegangen sind, die Basis gesäubert haben. Aber ich fürchte, so wird das Spiel nicht funktionieren. Okay.
Okay, das war nicht schön, aber wir sind... halbwegs sicher. Okay, wir bluten unseren Rucksack voll. Ja, ich habe Verständnisspiel. So, irgendwas, was wir unbedingt mitnehmen wollen. Das Ding. Und das Ding. Gut, dann. So, jetzt werden wir uns eine wahnsinnige Strahlendosis einfangen, weil wir an diesem Spot verstrahlt werden, wo wir das Level verlassen. Und es eine Weile dauert, bis wir das Level verlassen. Das heißt, für das Spiel stehen wir da jetzt eine Weile. Das ist eine der lustigsten Stellen im Spiel. Okay, wir sind raus. Wir sind, es war, oh, es ist jedes Mal ein, oh, eine Qual. Und der Regen hat aufgehört. Fantastisch. Zigaretten. Habe ich keine Zigaretten? Doch. Wo sind die anderen Zigaretten? Habe ich die alle im Dings? Wahrscheinlich. Oh Gott. Gut. Vorwärts. Ihr habt aber auch keine Lust, wa? Was ist denn hier los? Okay. Ey, ich weiß nicht mehr, was hier los ist. Also die reagieren nicht auf mich, aber also reagieren dann doch oder also irgendwie, ey, ich weiß auch nicht. Spiel wahrscheinlich, glaube ich, selber überrascht, dass sie hier waren. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, wie wir alle gesehen haben. Ist das hier? Kann hier bleiben. Unload.
Okay. So, Pöx, jetzt konzentrier dich mal wieder ein bisschen. Ist noch nicht vorbei hier. Koffeintablette, nehme ich auch mal eine in flüssiger Form. Ah, fuck it. Wollte gerade sagen, die schießen auf mich, aber tun sie vielleicht auch. Bin mir aber immer noch der größte Feind selber. Also jetzt, ja, jetzt müssen wir langsam mal was machen hier. Aber es wäre auch nicht Stalker, wenn Pöx nicht in eine Anomalie laufen würde. Völlig unbedrängt. Okay. Ganz ruhig, es ist ein schöner Nachmittag. Das bringt alles nicht viel. Aber zumindest können wir in der Zeit ein bisschen Stamina regenerieren. Und die werden wir nämlich gleich brauchen. Da können wir dran vorbei, oder? Ja. Okay, sind fast zu Hause. So, jetzt nicht in eine Monolith-Patrouille stolpern. Zu guter Letzt. Okay, und dann können wir die Operation Recovery starten, wenn wir wieder zu Hause sind. Nämlich uns überlegen, wie wir die Stashes daraus kriegen. Also der letzte Stash, der Dreier-Stash, der ist kein Problem. Da müssen wir nur das machen, was wir eben gemacht haben. Hinrennen. Und sofort wieder wegrennen. Also diese Monolith-Patrouille da im Red Forest, stand uns ab. Die waren genauso geschockt wie ich, glaube ich. Also
Die haben sich nicht. Ich meine, sie haben dann irgendwann auf mich geschossen, aber zuerst haben sie da nur rumgestanden, mich angeguckt. Ich habe rumgestanden, sie angeguckt. Also, kompletter Öse. Aber ich meine, das ist die Zone. So eine Erklärung, die für alles taugt. Okay, wir haben jetzt auch gut unsere Muni verballert. Was wir denn. Bei Gelegenheit mal machen können. Was wir bei Gelegenheit mal machen können, ist zu gucken, für welche Waffe wir jetzt noch gut Muni haben. Lasst hier Gatekeeper in Ruhe. Привет, брат. Ja, ich sehe, du hast hier aufgeräumt. Okay. Ja, ich räume hier mal ein bisschen weiter auf, was du auf. Ich meine, du bist ein Named NPC, du bist wahrscheinlich einfach. Dir können sie wahrscheinlich einfach nicht, aber ich finde das. Okay, ja, ich befürchte. Was ist das denn hier? Okay. es ist ja schon irgendwie. Also. Ich meine, du hast sie definitiv. Ich glaube nicht, dass du die beide. beide gekillt hast. Du bist wahrscheinlich einfach unkaputtbar. Okay. So, jetzt gibt meine Stimme auch langsam den Geist auf. Das war alles sehr, sehr anstrengend. Oh. Was ist das? So, jetzt können wir ja noch mal dem Spaß beiwohnen, wenn ich versuche. Ein bisschen Gewicht zu reduzieren, dass ich mich noch bewegen kann. Ansonsten würde ich sagen, dass wir dann beim nächsten Mal gucken, wie wir. Dann zurückkommen können. Na, ich meine, wir wissen, wie wir dahin kommen. Das Problem sind die beiden anderen Stashes. Was fuck it. Das Problem sind die beiden anderen Stashes. Die ersten beiden. Da müssen wir. Wohl oder übel noch mal durch den. Ich meine, das würde sich. Fucking Boss. Er zum Abschluss wirklich noch mal. Fucking Boss. Könnt liegen bleiben. Drecksviecher.
Okay, Framerate kommen wir wieder runter. 30 ist jetzt aber wirklich ein bisschen wenig. Okay, die. Okay. Die Sonne mag das Spiel gar nicht. Ich laufe in die falsche Richtung. Daran liegt das. Das weiß das Spiel und gibt mir das auf diese Weise zu verstehen, dass ich nach hier laufen sollte. Das ist die Framerate gleich viel besser. Nämlich wieder 60. Sehr schön. Okay. Also, ja, also da müssen wir. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir von den fucking Boss unterbrochen wurden, die. Ist, dass wir das verbinden können, die beiden Stashes, mit der Erkundung des Rests des Red Forests. Andererseits ist das, können wir es genau deswegen nicht miteinander verbinden, weil wenn wir den Red Forest da erkunden wollen, dann können wir nicht irgendwie die ganze Zeit overburdened sein. Das heißt, wir würden nicht overburdened sein. Das heißt, wir würden die Stashes da zurücklassen. Das heißt, die Stashes würden da erstmal bleiben. Also ich glaube, was ich mache, ich werde zumindest einen relevanten Teil der Stashes zurückholen. Ich würde sagen, wir machen das wie folgt. Wir machen in der nächsten Episode gehen wir dahin, gucken, wie die Gesamtsituation da ist. Wieso habe ich das dabei? Jetzt ehrlich. Wo ist denn? Was? Habe ich die weggeschmissen? Irgendwann? Du hörst denkbar. Aber wieso ist die hier? Es reicht hin. Ich verliere langsam den Überblick, auch meine eigenen Aktionen hier. Also, beim nächsten Mal werden wir. Ja, die wollen wir behalten, weil die wollen, mit der wollen wir eventuell noch was machen. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal eine kleine Reise zurück nach Radar machen, also zu dem östlichen Teil des Red Forests. Dann werden wir dort sehen, dass wir unsere Stashes kriegen. Wahrscheinlich werden wir da auf dem Weg auch kämpfen müssen. Deswegen wird sich das wahrscheinlich über eine ganze, wie ich mich kenne, über eine ganze Folge erstrecken. Zumal da ja auch, ich meine, die Leute respawnen da ja auch wie Sau. Also das ist ja nur einmal, kann man ja auch nicht anders sagen. Das heißt, dass wir, ja, das können wir beim nächsten Mal gucken. Wir haben eine ganze Menge Granaten. Und ja, munimäßig sieht es natürlich nicht. Naja, wir könnten. Dafür haben wir noch ganz gut. Das ist ein bisschen dünn geworden. Und die Waffe braucht ein bisschen Liebe. 75, 75. Okay. Ich möchte, wir müssen da. Okay, können wir die überhaupt noch reinigen damit? Oder habe ich sie so weit kaputt geschossen? 75 müsste aber gehen, oder? Ja, und das machen wir dann beim nächsten Mal. Wiederholen der Stashes. Wir sind diesmal erstmal heilfroh, dass wir hier noch am Leben sind. Was wir zum Teilweise ja der wirklich guten relevanten Schießkünste unserer Gegner zu verdanken haben. Okay, kann man nicht benutzen. Und dann ja, holen wir beim nächsten Mal die Stashes daraus. Und erkunden den östlichen Teil des Red Forest. Den westlichen, da werden wir wahrscheinlich einfach nur mal durchlaufen, wenn wir den dritten Stash holen. Aber das wird noch eine richtige Haupt- und Staatsaktion, da die Dinger rauszuziehen. Weil das ist wirklich. Ne, wir haben es ja gesehen. Übel und mitunter sind die Respawn-Raten relativ schnell.
oder hoch. So, das war's jetzt aber. Das war Lab X19. Ich glaube, es ist 19. Ehemals X10. Der Brain Scorcher. Alles ist gut. Wir leben noch. Wir gucken mal, was unsere nächste Aufgabe ist diesbezüglich. Gut, ja, dann müssen wir jetzt also nach Saturn, ganz weit in den Norden. Das wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Da haben wir noch eine ganze Menge andere Sachen vorher zu tun, noch andere Level zu erkunden. Und ich höre jetzt auf zu brabbeln und mach das Spiel aus. Das reicht hin für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.